Sie haben gehört, ich habe den Schlussakkord besonders lange ausklingen lassen bei diesem Stück, um einfach diese Tragfähigkeit des Flügels zu zeigen, die ihn ganz besonders macht und ihm diesen sphärischen, offenen Klang verleiht, den ich ganz besonders schätze und der ihn zusammen mit dem Spielgefühl, aber auch mit den kräftigen und warmen Bässen zu einem der schönsten Yamaha-Flügel macht, die ich gespielt habe. Daher mein Geheimtipp.